Herzlich willkommen zum Online-Kurs der Bremer Gitarrenschule. Habt ihr fleißig die dreistimmigen Arpeggien geübt? Heute möchte ich euch zeigen, dass ihr die nicht nur auf der G- und H-Seite spielen könnt, sondern auch auf den unteren beiden, auf der H- und E-Seite. Was da ein bisschen kompliziert ist, wenn ihr jetzt immer den Ringfinger angestützt habt an die E-Seite, der fällt jetzt weg. Also wir haben jetzt keinen stützenden Finger mehr und wir setzen jetzt den Zeigefinger an die H-Seite und den Mittelfinger an die E-Seite. Und der Ringfinger, der hängt in der Luft, also auch nicht auf die Gitarrendecke stellen, das wäre falsch. Also nur diese beiden Finger, der Zeige und der Mittelfinger, berühren die unteren zwei Seiten. Der Daumen, der betätigt wieder die restlichen Saiten und wir finden jetzt eigentlich Halt, indem wir immer vor dem Anschlag, also wenn der Daumen anschlägt, die Finger an diese zwei Saiten setzen und dann einfach abspielen. Dazu zeige ich euch die Nummer 183. Wir fangen wieder erstmal nur mit den leeren Saiten an, damit ihr euch voll auf die Anschlagshand konzentrieren könnt. Das steht im Dreivierteltakt und wir schlagen immer nacheinander den Daumen, dann den Zeigefinger und dann den Mittelfinger an. Also P, I, M. Wir beginnen mit dem großen E und wie gesagt, die anderen beiden Finger sitzen an der H- und E-Seite. Seite. Das wird dann wiederholt. Also immer wenn der Daumen anschlägt, gehen die Finger automatisch an diese zwei Seiten, die dann angeschlagen werden. Falsch wäre es, wenn ihr zu spät dran geht, also wenn ihr den Daumen anschlagt und den Zeigefinger allein und den Mittelfinger allein. Das ist nicht so gut. Versucht wirklich immer diese Einheit dieser zwei Finger, I und M, zu behalten, also dass die immer ganz nah an den Saiten sind und möglichst schon vorher berühren, bevor sie sie anschlagen. Also machen wir ganz langsam zum Mitspielen die erste Zeile. Dann die zweite Übung, die ist wieder mit gegriffenen Bassnoten. Wir schauen erstmal, welche das sind. Im ersten Takt das E, dann die D-Seite, dann wieder das E, das H, das E, dann das D, wieder E und nochmal E. Und darunter spielen wir dann immer H und E. Eins, zwei, drei. Ja, das war die zweite Übung. Und die dritte Übung, das ist eine Kombination aus dem Gelernten vom letzten Video, wo wir mit den beiden Fingern die G- und H-Seite angeschlagen haben.
und nun auch die H- und E-Saite mit den beiden Fingern. Also wir wechseln jetzt zwischen diesen Zweien und das sind immer benachbarte Saiten, die wir anschlagen. Also wir schlagen nicht die G- und die E-Saite an, also immer G und H oder H und E. In den ersten vier Takten sind wir auf den unteren zwei Saiten, H und E, und in den letzten Takten dann auf den anderen zwei Saiten. Ich mache mal ganz langsam vor. Das ist jetzt ein Viervierteltakt. Und wir haben nicht nur H und E, sondern wir müssen auch das hohe C greifen. Und das können wir vier Takte lang liegen lassen, diesen Zeigefinger. Jetzt wechseln wir auf die anderen zwei Saiten. Ja, wem das erstmal zu schwer fällt, dann sich noch auf die Greifhand zu konzentrieren, der kann das auch erstmal probieren, ohne diese Noten und einfach nur die unteren drei Saiten anschlagen, der Daumen die G-Saite, Zeigefinger H-Saite, Mittelfinger E-Saite. Diesen Anschlag, also wir schlagen an P, I, M und dann kommt nochmal der Zeigefinger. P, I, M, I. Und das ein paar Mal hintereinander. P, I, M, I. P, I, M, I. Und dann der Wechsel auf die D-Saite mit dem Daumen. G-Saite, Zeigefinger, H-Saite, Mittelfinger. Wieder die gleichen Finger, Daumen, Zeige, Mittel, Zeige. P, I, M, I. P, I, M, I. Ja, das zum Anschlag. Und jetzt zeige ich euch, was ihr da drücken müsst. Also wir haben dieses C, dieses hohe C, mit dem Zeigefinger greifen wir das. Und dann haben wir die Töne im Daumen, also das G. Im zweiten Takt das A kommt zu dem C dazu, also das C lassen wir liegen. Im dritten Takt wieder G, C liegt immer noch. Und dann das E und C liegt immer noch. So, und dann wechseln ja diese Saiten hier. Dann kommt das F, dann die D-Saite und zum Schluss das C. Ja, und im Zusammenhang dann mit dem Anschlag. Ich spiele es ganz langsam mit Wiederholung. 1, 2, 3, 4. Ja, das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.